Und da ist das Headset ausgegangen. So, geprüft, es funktioniert. Ich höre zwar nichts. Doch, da ist es. Okay. Kleptomanisch. Hin und wieder kommt es vor, dass Kleptomanen plötzlich Dinge in der Hand halten, die ihnen gar nicht gehören. Häufig borgen sie sich Sachen von Arbeitskollegen, Schulkameraden oder Nachbarn aus. Nee, liebt die Natur. Diese Sims halten sich gerne in der freien Natur auf und schöpfen aus ihr neue Kraft. Nein. Perfektionisten brauchen länger, um etwas zu kochen, schreiben oder malen. Dafür ist das Endergebnis aber auch umso bemerkenswerter. Für diese Sims gibt es einfach keine halben Sachen. Nee. Technikfeindlich. Technikfeindliche Sims hassen alle Formen von Technologie und gehen in ihrer Freizeit lieber anderen Beschäftigungen nach. Den Fernseher oder den Computer stellen sie wirklich nur in allergrößter Not an. Bin fast durch. Workaholic. Der Workaholic-Sim liebt die Arbeit und ist so gut wie nie gestresst. Wenn diese Sims nicht bei der Arbeit sind, fühlen sie sich unausgelastet und daher nehmen sie sich häufig Arbeit mit nach Hause. Von diesen Sims kann jeder Chef nur träumen. Und nein, ich habe Vegetarier nicht überblättert. Ich habe mich anders hingesetzt. Deswegen habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe einfach vorgelesen. Vegetarierin. Vegetarierinnen essen bekanntlich kein Fleisch und wenn sie es doch einmal tun, werden sie krank. Überemotional. Überemotionale Sims leiden unter heftigen Stimmungsschwankungen. Sowohl negative als auch positive Ereignisse werfen sie völlig aus der Bahn. Bei Hochzeiten oder romantischen Filmen brechen sie gerne mal in Tränen aus. Ach du Scheiße. Also ich würde sagen, ich nehme aus jeder Kategorie eins. Ich weiß noch nicht was. Also hier gefällt mir nichts so richtig. Nehmen wir mal gut. Sozial. Oh. Angst. Sozial, also. Oh, Trampeltier, habe ich nicht vorgegeben. Trampeltiere reden zur falschen Zeit über die falschen Dinge, kleiden sich nie dem Anlass angemessen und entschuldigen sich auch nicht, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Außerdem lieben sie es, sich über andere lustig zu machen. Nein. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Nein, nein, nein. Leicht zu beeindrucken. Nee. Kein Sinn für Humor. Hoffnungslos romantisch. Freundlich. Einzelgängerin vielleicht? Kokett fände ich auch gut. Einzelgängerin oder kokett? Ach komm, wir gehen mal raus. Wir sind mal kokett. Physisch. Juxel. Was war das denn? Ich hoffe, das ist nicht kokett. Athletisch. Nein. Zugeknöpft hatte ich auch nicht. Zugeknöpfte Sims lehnen Nacktheit schlicht und ergreifend ab, was dazu führt, dass sie niemals ihre gesamte Kleidung ablegen. Ordentlich. Nee. Glückspilz. Mama Glückspilz. Mental. Ich würde bei mental sogar zwei nehmen und sage... ich bin ein Computerfreak. Und ich möchte bitte auch handwerklich begabt sein. Okay. Lebenswunsch. Oh. Die Bastlerin, die Herzensbrecherin. Die Bastlerin. Geschicklichkeitsfähigkeit perfektionieren, Logikfähigkeit perfektionieren. Logik und Geschicklichkeit sind eng miteinander verwandt. Und unbedingt notwendig, um etwas zu erfinden, zu entdecken oder beispielsweise praktische Haushaltsverbesserungen freizuschalten. All dies kann zur Zukunft deines Sims gehören, wenn das Hantieren mit Elektrogeräten nicht immer und auch wenn das Hantieren mit Elektrogeräten nicht immer ungefährlich ist. Mhm. Herzensbrecherin mit 10 verschiedenen Sims liiert sein. Nee.
Warum sich auf eine langjährige Beziehung oder gar eine Ehe einlassen, wenn es dort draußen so viele attraktive Sims gibt? Treffen mit vielen verschiedenen Sims werden deinen Sim eine Menge Freude bereiten, vorausgesetzt, die zahlreichen Verflossenen lassen sich auf Abstand halten. Nicht, dass die Eifersucht einen Strich durch die romantische Rechnung. Nein. Züchterin von Robo-Kreaturen werden. Ach du Scheiße. Level 9 der Wissenschaftskarriere erreicht. Die Komplexität von Schaltkreisen und organischen Stoffen ist ein immerwährender Quell der Inspiration für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Dein Sim muss genügend Geschicklichkeit entwickeln, um alle möglichen Geräte bedienen zu können und Erfahrung beim Gärtnern und Angeln mitbringen. Nein. Forensik-Spezialistin, DNA-Profilerin. Level 10 der Kriminaltechnik-Karriere erreichen. Spezialagenten verwenden bei den Verbrecherjagden nur die besten Daten und Informationen und zum Verständnis derselbigen benötigen sie natürlich ein außergewöhnlich gutes analytisches Geschick. Jeder Kriminelle hinterlässt schließlich Spuren, auch wenn sie noch so winzig sind. Für die Kriminaltechnik am besten geeignet sind Sims mit einem Hang zu Logik und Malerei. Hab ich Logik? Logik war hier mit drin, ne? Naja, abbrechen. Moment. Hier, internationale Spitzenspionen. Die Polizei ist ständig auf der Suche nach starken Sims, die die bösen Pläne all jener vereiteln können, die der Simheit schaden wollen. Allerdings sollten sich nur extrem sportliche Sims bewerben, die ihren logischen Verstand einsetzen und auch noch in Abendgarderobe eine gute Figur machen. Bastlerin. Also entweder die Bastlerin oder Forensik-Spezialistin. Ich glaube, ich nehme Forensik-Spezialistin. Das finde ich cool. Hang zu Logik und Malerei. Ich probiere es aus. So, Persönlichkeit. Was ist das? Favoriten und Stimme. Okay, Lieblingsessen Gelee-Sandwich. Nee, was haben wir denn hier? Waffeln, arme Ritter, Pfannkuchen, Frucht. Mhm. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Gegrillter Käse finde ich ja ganz eklig. Wir lieben Sushi. Ich liebe Sushi. So, das ist Musik wahrscheinlich, ne? Elektro, Pop, Latin, Indie, Benutzer definiert, Kinder, Klassik. Wir nehmen Pop. Lieblingsfarbe ist dunkelgrün. So, Stimme 1. Narbo bezeb. Chukrali unlatse? Walzogi denja niskubuvi. Chilaki diwa rapina. Chan bobi puzzle. Ripsa nupi. Nagibus kania. Wibsi bonokatu. Narzi banuptol. Wazogi denja. Chan bobi puzzle. Narzi banuptol. Wazogi denja niskubu. Narzi banuptol. Chan Bobby Puzzle. Biografie bearbeiten. Da kann ich ja das reintippen. Nein, danke. Sternzeichen. Ich nehme Krebs. Wobei, da kann man die. Nee, ich bleib bei Krebs. So.
Aber das Alter konnte ich jetzt gar nicht einstellen, oder? Oh. Azutev? Ich kann doch jederzeit jemanden dazufügen, oder? Ja, ich glaube schon. Aber ich will jetzt nicht noch 3 Stunden damit verbringen, einen zweiten Charakter zu erstellen. Ich hoffe, man kann noch jemanden dazufügen. Wenn nicht, wäre blöd. Ich muss mir nachgießen. Oh, das ist so warm. So, wähle einen Platz zum Leben. Wähle jetzt ein Grundstück in der Stadt, auf das dein Haushalt ziehen soll. Ich will nur gucken. Ich hoffe, der ist jetzt nicht weg. Ich hoffe, der ist jetzt nicht Snar, weg. Kushla. Der ist weg! Oh Gott sei Dank, sie ist noch da. Kann ich die auch noch bearbeiten? Ich hab fast kein Geld. Oh, das ist ja grausam. Okay, das gefällt mir noch am besten. Dieses Grundstück sieht großartig aus. Du kannst dir noch weitere Grundstücke ansehen, sofort mit dem Spielen beginnen. Kann ich niemanden mehr dazufügen? Das fände ich ja blöd. Ich wollte jetzt erstmal mit einem Sim beginnen, um mir das erstmal anzuschauen und dann halt noch einen zweiten, was weiß ich, dann finde ich halt einen Freund und ziehe mit dem zusammen oder so. Hallo und willkommen bei Die Sims 3. Dies ist eine neue Stadt, die du nach Belieben verändern und gestalten kannst. Siehst du diese grüne Blase? Ja. Das ist eine Kartenmarkierung und sie stellt dein Haus dar. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Heim. Siehst du die verschiedenen Kartenmarkierungen in der Stadt? Jede von ihnen steht für ein Haus, ein Geschäft oder ein Gemeinschaftszentrum. Aber wo ist dein Sim? Klicke einfach auf den Mein Sim-Anzeige-Button, um die Ansicht auf ihn zu konzentrieren. Nun wirst du lernen, wie man die Kamera schwenkt und zoomen kann. Wenn du die Kamera schwenken möchtest, halte das Mausrad gedrückt und bewege die Maus nach vorne und hinten. Geht nicht. Okay, das ist die rechte Maustaste. Mhm. Kannst aber auch nach unten auf den Schwenken-Button. Okay. Die Ansicht näher ranholen. Rolle das Mausrad nach innen. Okay, gut.
Also Schwenk- und Drehbutton. Aha, okay. Nein, das ist Drehen. Und was ist Schwenken? Ach doch. Jetzt funktioniert es komischerweise. Okay. Gut. Jetzt wollen wir mal dein Haus erkunden. Dazu steht dir eine Reihe von Tools zur Verfügung. Mit den einen Stock höher, tiefer Buttons kannst du zwischen den Etagen des Hauses wechseln und sehen, was hier vor sich geht. Mhm. Mit dem Wand-Button kannst du bestimmen, wie die Wände angezeigt werden sollen. Es gibt drei verschiedene Modi. Also Wände ausblenden. Oh, warte. Mein Haus ist hinter mir. Moment. Das ist mein Haus. Ich habe ein Klo und ich habe ein Waschbecken. Im Moment tut sich nichts, da die Zeit angehalten ist. Du kannst das Spiel aber wieder laufen lassen, indem du den Spielen-Button klickst. Wenn du lieber mit der Tastatur arbeitest, kannst du die Maus mit dem Button verfahren, um Shortcut anzeigen zu lassen. Okay. Weißt du, wie ein Sim gebrauchen könntest? Eine Couch. Dein Sim hat soeben den Wunsch geäußert, Mit Wünschen teilen deine Sims dir mit, was sie möchten. Fährst du mit deiner Maus über den Wunsch, erhältst du weitere Informationen. Und wenn du ihn anklickst, versprichst du deinem Sim, ihn zu erfüllen. Pause.